Wir blocken Daimers Pizza-Angriff mit dem Schild und geben vorher unserer Gruppe mit den Siegeln Aegis. Bei Mindcrush legen wir den Brunnen der Prophetie. Wenn das Schild Cooldown hat, versuchen wir es, wann immer möglich, mit unserem Heal-Skill zu refreshen. Wenn wir weder Schild noch Heal-Skill haben, können wir entweder wieder mit den Siegeln Aegis geben oder mit unserem Schwert ausweichen. Achtet dabei aber sehr auf euer Timing.